Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind letztens doch wieder in diesem blöden Lagoon-Tempel gestuckt, also abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt und ja, tut mir leid, aber das Spiel läuft momentan echt nicht gerade so gut. Ich hoffe einfach, dass es bei euch nicht so ist, weil ihr das Spiel habt oder wenn ihr es kauft. Dass es bei euch nicht so ist, aber bei mir ist es scheinbar so. Und die Entwickler machen gar nichts, wirklich gar nichts. Das letzte Crash Report ist vor 26 Tagen da und die haben noch keinen neuen Hotfix ausgebracht. Jetzt am 20. Juni und das ist vor 10 Tagen gewesen, oder 11 Tagen sogar. Und haben noch keinen neuen rausgebracht, obwohl sie das eigentlich in einem halben Tag oder so fixen könnten, wenn sie faul sind. Weil ich könnte das vielleicht in einer Stunde oder nicht mal in einer Stunde fixen. Da muss man einfach Daten anschauen und irgendwie halt rausfinden, wo der Crash halt liegt. So, wir haben noch das letzte Mal scheinbar hier nicht abgegeben. Aber wir sind oben durchgekommen, deshalb haben wir nicht abgegeben. Durch den Tempeleingang gingen und nicht hier unten wieder raus. Das ist ja ein riesen Umweg sonst. Genau, haben wir das noch nicht abgegeben. Aber das machen wir jetzt und ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht abstürzen wird. Weil der Eingang zu den Monolithen ist immer noch zu. Das ist auch noch ein anderer Bug, der mich jetzt gerade momentan nervt. Wir sind länger schon als die Abstürze und ja, es hat mich gerade so motivierend. Abgegeben. Was ist eigentlich dein Mann? Das ist jetzt gerade nicht so mitbekommen. Scheinbar. Ja, ich habe schon gedacht, ich mache mal Livestreams. Aber dann müsste ich natürlich immer wieder aufs Handy schauen. So ist es nicht so. Nein, ich habe es abgegeben. Okay, sehr gut. Also, dann haben wir das abgegeben. Und ich tue in den Livestreams vor allem mal grinden und Items suchen. Das, was halt jetzt nicht unbedingt ein Video tun kommen soll. Aber werdet dort immer wieder live eure Fragen beantworten oder eure Tipps annehmen, falls ich irgendwelche Tipps eben noch nötig habe. Ich spiele natürlich die Games so, dass ich wirklich keine Tipps hole, außer sie werden mir gesagt. Aber ich schlage jetzt nicht nach, wie muss man das jetzt machen und so. Ich löse es immer selber und das finde ich sogar gut so, weil es wird ja sonst zu leicht. Ich will ja die Spiele nicht zu leicht haben. Ich habe es jetzt einfach momentan ein bisschen leicht, weil der Akt jetzt nicht gerade so schwer ist. Jo. Ich habe es aber nicht so gerne, so einfach. Und trotzdem habe ich es manchmal auch nicht so gerne schwer, weil das einfach sehr langweilig ist, dann immer wieder sehr lange an einem Gegner rumzukloppen oder halt zu sterben oder so, oder einfach wieder Heiltränke sammeln müssen und so. Ist jetzt in diesem Spiel zum Glück nicht so der Fall. Das tut sich dann einfach automatisch auffüllen. Jo. Jetzt hoffen wir einfach, dass gerade im Moment Last Epoch nicht so viele Probleme macht. Diese Abstürze mit diesem komischen allgemeinen Fehlercode und so, ja, ist echt langweilig. Also bringt's ja nichts, oder? Da muss ein besserer Fehlercode hin. Etwas Schwerwiegenderes. Aber scheinbar ist das einfach zu allgemein, wenn die Entwickler nicht nur unbedingt Last Epoch entwickelt, sondern vielleicht auch die Unity Engine Entwickler und so. Da einfach nichts mehr machen. Hey, der Beruf wurde so unglaublich faul. Habt ihr das gelesen von Daedalic Entertainment von Hamburg? Die haben aufgehört, jetzt intern Spiele zu entwickeln, weil sie einfach zu faul sind. Weil sie zu viel Kritik von Gollum im Spiel von Herr der Ringe bekommen haben. Jo, das tut nicht so gut, den Leuten immer Kritik vorzuwerfen. Man sollte sie eher vorwerfen, dass sie zu faul sind. Schreibt denen mal immer wieder, sie seien faul. Faule Entwickler. Vor allem die von Windows 11. Sag mal, Microsoft, ihr seid faul. Minecraft-Entwickler auch. Ihr seid faul. Extrem faul.
Ja, und ich bin nie faul. Ich weiß gar nicht, was faul bedeutet. Ich sage euch, ich mache so am Tag viele Sachen. Vor allem für meinen Körper, der wird langsam. Wie ein Bodybuilder, stark und gesund. Ich mache sehr viel für meinen Körper, für meine Arbeit, für euch. Aber das wissen die meisten nicht. Die denken so, ja, der Drago, der kann zum Beispiel nicht schneiden momentan. Der ist faul, aber... Ich lade für euch Videos hoch, die mega lange dauern, bis sie hochgeladen sind. Ich tue währenddessen Haushalt machen oder mit den Freunden sprechen. Ich bin sehr aktiv bei Discord. Ich habe viele Freunde dort. Ich rede mit denen. Das sind tolle Menschen. Aber das wissen die meisten halt nicht. Die denken immer nur noch so faul. So faul. Okay, bei den Entwicklern stimmt es ja vielleicht. Weil sie halt auch genug Geld haben, aber ich habe nicht genug Geld, ich muss nicht faul sein. Ich muss nicht sagen, okay, heute verdiene ich mal nichts. Das muss ich nicht. Ich brauche das Geld so dringend. Vor allem für auch Spenden, dass den Leuten besser geht. Vor allem auch, ja, dass es den Leuten wohler ist, dass sie mehr Spaß haben wieder, dass sie Freunde haben. Das ist mir wichtig, dass die Leute da im Hintergrund oder im Vordergrund eher für euch halt auch, das ist toll, dass es euch gut geht, oder? Euch. Nicht anderen. Euch. Ich will, dass es euch gut geht. Jo. Mir geht's weniger gut, wenn das Spiel immer abstürzt. Aber jetzt momentan bin ich so weit wie noch nie. Heute. Also nur heute bin ich so weit wie noch nie. Ich habe auch die anderen Quests abgeschlossen. Aber trotzdem komme ich nicht zu den Monolithen, weil die Entwickler zu faul sind. So einfach ist es. So einfach ist das Leben. Die anderen können schon noch. Ja, müssen sie auch. Die sind ja verantwortlich, dass irgendwas läuft. Ich muss jetzt nicht unbedingt verantwortlich sein, dass das Spiel läuft, oder? Das sind die anderen. Aber das ist ja gut so. Das ist ja gut so, dass es die anderen sind und nicht ihr. Oder ich. Das ist gut. Nur es bringt uns nicht viel, wenn die Entwickler halt so faul sind. Schade, ist echt schade. Aber so ist es, oder? So ist es. Wie viele von diesen Golems... Oh, mein Güte, sind die Spiele manchmal, also die Gegner manchmal komisch angeordnet. Ja, der brauche ich aber nicht. Hab ich schon mal gefunden. Nichts Gutes. Ich habe nur ein paar Goldmünzen. Ich weiß nicht, welche Taste das war. Ich wollte jetzt eigentlich von Sacred 2 das mit Alt machen, dass man den Väter über Ding, dass man Items sieht auf dem Boden. Aber die sind ja nicht für unsere Charakterklasse. Deshalb muss ich die auch nicht mitnehmen. Die sollen unsichtbar sein. Das ist sehr schön. Das haben sie sehr schön gemacht. Ich muss immer wieder die Grafik loben. Das ist einfach geil. Da sind sie sehr. Also ich glaube, die haben ungefähr so 25 Leute, die sich um die Grafik kümmern und ungefähr 2 Leute, die sich um das Absturzproblem und so kümmern. Und die machen nie etwas, weil sie immer in den Sommerferien sind. Genau. Jo, ihr wisst ja, dass ich selber ein Spiel entwickle. Und ich habe ja auch ein bisschen erklärt in vorigen Videos, was ich genau für ein Spiel entwickeln will. Aber es wird halt sehr viel Aufwand sein. Ich muss mich noch ein bisschen entschlagen, dass das Spiel auch fertig wird. Was ist eigentlich mit der los? Die ist sofort gestorben. Was ist mit ihr los? Lagan ist unpredictable. Aber ich versuche. Das war schon gut mit Lightning Resistance und Elementar Resistance. Brauchen wir nicht. Ja, Ward Retention könnten wir noch gebrauchen, nämlich mit der Golem hat ein bisschen Schaden bekommen. Ganz wenig. Und jetzt kommt Lagon. Wenn das beim Lagon abstürzt, dann verteufle ich dieses Spiel. Es ist so gut, das Spiel. Aber eben, es gibt ein bisschen viele Probleme. Oh, die Lightning noch ein bisschen mit viel Stun. Oh, diese... Wieso sind die Minions da unten? Ich habe gerade nicht drauf geschaut. Ich spiele so schlecht bei Lagon. Kommt mal hier hin. Hey, meine Güte, was ist das wieder verpackt? Das ist aber nicht so gut, liebe Freunde.
Also ist es wieder verpackt, die Minions kommen einfach nicht zu mir. Oh, ich bekomme halben Schaden von diesem Wirbel. Von diesen Wellen eben. Ja, ja, der Damage ist ein bisschen strong. Ich habe weniger Residenzen. Zwei will ich aber auch nicht gerade in meiner Phase haben. Nein! Boah. Langsam sterbe ich dann bald. Ich habe schon den Ding auf den Heiltrank. Den, das Mittelfinger. Ich habe Mittelfinger gesagt. Aber was macht ihr? Wieso seid ihr am Schlafen? Ihr müsst doch nicht schlafen, liebe Skeletten. Jetzt ist das ein bisschen schwieriger. Wieso habe ich so viel Mana? Ich mache jetzt nur noch auf den anderen Node im Leash. Im Leash hat es eine Mana-Regeneration noch. Das Keypunkt. Und jetzt? Wo soll ich hin? Und nicht, wo ich hin soll. Jetzt müssen wir nachher schauen, ob wir zum Leben kommen. Ich habe Lust auf den Leben. Das könnte gefährlich sein. Nein, hört auf. Er ist gestorben. Wunderbar. So, was brauche ich jetzt noch? Crazy Damage, glaube ich, 2 Punkte. Jetzt muss ich wieder nachkasten. Nein, nicht der Golem. Nur weil ich ein bisschen daneben geklickt habe. Wie geil. Der Kampf war richtig lustig und spannend. Ja. Was hat er gedroppt? Was ist das? Oh. Die habe ich auch, die sind sehr schlecht. Also Trollen Critical Strike Multiplayer geht bis 140 oder so. 130, okay. Nicht ganz, aber. Also schon mal eine Regeneration, aber nicht so viel. Also so wenig Stats, andere. Also, jetzt hoffe ich, dass ich zu den Monolithen komme, sonst werde ich echt wütend. Kann doch nicht sein, und wir haben ja unsere Inventage und komplett voll. Das müssen wir auch noch leeren. Das ist ein ganz lustig gewesen. Ich weiß nicht. Dass der Boss heute wirklich keine Chance hatte, weil die Minions, glaube ich, ein bisschen gestunt haben noch und ich hatte irgendwie gut herumgelaufen bin. Aber trotzdem ich immer so ein bisschen Panik hatte, weil er schon sehr viel Damage macht. Ein bisschen zu viel Damage. Ich finde, Bosse machen immer zu viel Damage. Es ist nicht so interessant, mit ihnen zu kämpfen. Sie würden lieber mehr treffen, dafür weniger stark treffen. Aber so ist es. Und sie treffen zu schnell. Die Hakenschüsse sind zu schnell. Oder Laser und so. Es ist, zum Beispiel die Wellen waren zu schnell. Es war nicht so toll, es war eher stressig. Aber gut. So, Salazar ist die, die stirbt, glaube ich. Oh, jetzt habe ich gespürt. Und das ist diejenige, die, glaube ich. Ist das die Königin? Also ist sie die Königin? Ja. Das ist die Böse, die da. Die ist die Böse. Ah, ich muss die Story unbedingt auf Deutsch hören können. Ja, es wird bald kommen, die deutsche Version. Sonst Community Patch geht halt auch nicht, weil das alles immer nur im Multiplayer stattfindet. Es geht immer noch nicht. Wann komme ich denn hier heim? Was bin ich denn für ein Level? Ich bin Level 55. Ich muss doch mittlerweile hier reinkommen. Was ist das so verpackt? Meine Güte. Wisst ihr was? Wir joinen mal neu und sagen das im Englischen. Ich kann halt nicht so gut Englisch, also ich traue mich nicht so gut Englisch zu. Ich muss das unbedingt kurz machen. Was soll ich schreiben? I stuck bei Monolith. Muss, glaube ich, Exit Game machen, damit ich da die Sprache auswählen kann. Also, nochmals. Start. Es muss doch irgendwie eine Lösung geben. Na, jetzt ladet es wieder nicht. Wie lange das manchmal braucht zum Laden. Völlig überfordert die Engine, also da muss wirklich eine andere Engine reinkommen. Jo, was sollen wir schreiben?
Ich schreibe, I cannot in Monoliths oder so. Ja, die Chats sind echt nicht mehr so voll. Also es sind zu wenige Spieler online, dass wahrscheinlich Developer hier sind. Meine Güte. Ich muss das mal. Please. Ist doch Englisch. Jedes ist Englisch, alles ist Englisch, auch German, Englisch. So, ich schreibe das gerne. Wenn viele irgendwie kritisieren, dass es nicht gutes Englisch ist oder so, dann schreibst du einfach, Deutsch ist besser. So. Vielleicht hat jemand vorher einfach nicht auf Englisch gesprochen, kann auch sein. Aber es ist manchmal lustig, oder wenn man nicht so gut Englisch kann, weil man nie in der Schule Englisch hatte. Oder in der Ausbildung. So. Also, wir haben es geschafft, dank dem englischen Chat. Vielleicht ist der deutsche Chat ja verbuggt, dass es nicht geht, oder? Also, ich bin glücklich, dass ich bei den Monolithen endlich bin. Also, es schaut einfach die alten Parts, also die fünf letzten Parts und auch noch ein paar vorher mit einem anderen Charakter. Es gab immer dieses Problem, dass ich nicht reinkam. Und jetzt, als ich dort auch vielleicht ein bisschen gewartet habe und gechattet habe, ging es. Vielleicht ist es wirklich so, dass das Spiel verbuggt ist im deutschen Chat. Dann spreche ich halt einfach nur noch Englisch. Dann kann ich es wenigstens lernen noch weiter. Aber meine Güte, ich brauche so wenig Englisch zu schreiben. Ich kann es halt nicht immer gut. Also ich verlerne es eher, als ich es lerne. Ich bin einfach auch nicht so. Ja, die Leute müssen einfach eine Sprache sprechen. Kann doch nicht sein, dass jetzt im Jahr 2023 immer noch alle so verschiedene Sprachen sprechen und dann irgendwie immer jeden kritisieren, wenn sie nicht gut Englisch können. Ja, das ist es halt, oder? Man kann nicht perfekt immer schreiben und die Leute wollen es einfach und kriegen es nicht über, weil es ja sowieso für die meisten gar nicht so wichtig ist, ob es richtig ist oder nicht. Das ist ein schneller Drache gewesen. Der ist ja heftig schnell mit dem Ding gekommen. So, viel Health, gut. Und hier haben wir noch Cold Resistance, gute. Lagon mit diesem Ring wäre wahrscheinlich ganz easy. Okay. Ist sehr einfach, also immer noch sehr einfach. Wow, Bewegungsgeschwindigkeit, gut. Aber das ist wahrscheinlich nicht so nützlich. Boah, bin ich froh, dass ich Monolithen machen kann. Meine Güte, war das jetzt eine Stressding. Jetzt schreiben sie gar nichts mehr. Was sind das für Dullis, die noch drin sind im Chat? Also, ja, sind meistens die Leute, die wirklich vieles egal ist. Also vieles egal ist. Dass sie es trotzdem spielen, das Spiel, oder? Also dass sie nicht unbedingt weggehen vom Chat, meine ich. Und dann kriegst du halt ein bisschen auf die Fresse. Es ist für mich überhaupt nicht schlimm, wenn ich irgendwie halt gesagt werde, ich werde jetzt nicht, ich kann nicht so gut Englisch. Ist wahrscheinlich auch nicht auf mich nur konzentriert gewesen, oder?
Aber Englisch ist nun mal schwer. Es hat immer wieder verschiedene Aussprachearten. Die Grammatik ist ultra schwer, weil du immer zuerst, glaube ich, das Objekt, dann wo es ist und dann wann es ist, glaube ich, schreiben musst. Schreibt mir mal das in die Kommentare, wie genau das ist. Das nimmt mich wunder. Englisch ist so eine schwere Sprache. Das ist einfach so. Hey, ich kann viel besser Spanisch und Englisch, Französisch. Spanisch und Französisch kann ich ohne viel zu lernen, gut. Und Englisch lerne ich oft, weil ich auch viele Leute treffe, die Englisch können, nur Englisch können. Und dann, hey, wird man auch noch ein bisschen beleidigt. Im Deutschen ist es zwar auch so schlimm, aber immerhin kann ich ja Deutsch als Muttersprache. Also nicht als richtige Muttersprache, das ist Schweizerdeutsch. Aber Schweizerdeutsch ist ja nicht viel anders als Hochdeutsch. Und deshalb, ja, es ist natürlich doch viel einfacher, als jetzt von Schweizerdeutsch auf Englisch zu move. Aber ich habe nie Englisch als Kurs oder so. Ich bin einfach nicht so ausgebildet. Ich bin schwer krank. Das müsst ihr einfach wissen. Also ich muss hier, glaube ich, 10 Punkte investieren, damit das Mana mehr steigt. Jetzt muss ich aber auf die Notes noch ein bisschen schauen. Ja, Recovery Speed war nicht so gut, aber wir müssen trotzdem hier durch. Und jetzt kommt auch noch das Schadenhöhe und die Crit-Chance. So, habe ich gelesen. Habe ich nicht so gelesen. Mal gucken, aber das wird schon easy. Die Gegner sind natürlich ein bisschen stark, diese einzelnen Tage. Aber eher für die Minions, weil wir können gut ausweichen. Ich bin ja Profi! Nein, nicht. Ja, werden wir sehen. So, jetzt muss ich aber noch kurz auf die Dauer schauen. Hallo. Gehst du nicht mehr auf? Doch jetzt. Okay, noch. Ja, 6 Minuten. 8 Minuten. Jo. Ich kann auch längere Parts jetzt machen oder eben Livestreams. Aber jetzt momentan kommen wir noch gut vorwärts. Wenn es in den Monolithen diese Items zu suchen ein bisschen länger dauert, kann ich das machen. Und eben, ja, ihr müsst ja nicht unbedingt dabei sein in den Livestreams. Aber fände ich wirklich toll, wenn ihr dabei sein könntet. Weil ihr könnt ja dann ein bisschen den Spaß geben und ja, mir ein bisschen helfen oder ich euch helfen oder einfach auch so sagen, was ich spielen soll. Na, ihr seid für mich die Könige, ich bin nicht der König, ich bin nicht der Anführer, ich möchte auch nicht so der Anführer sein. Ich bin halt immer bei den Servern, bei Discord-Servern und so immer Chef. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks. Chef sein ist nicht schön. Das ist keine schöne Arbeit. Nur die wirklich Geld verdienen wollen, die wollen Chef sein. Aber ich muss ja nicht unbedingt viel Geld verdienen. Das ist nicht so meine Art. Oder ich weiß nicht, was mit dem Geld anfangen soll. Wenn ich zu viel. Also ich brauche nicht so viel, oder? Ich muss nicht so viel kaufen. Man muss vielleicht oben nach links oder nach unten links gehen. Jetzt gehe ich wieder nach links jetzt hin. Wir müssen einfach mal ein bisschen durchrushen, damit wir die Items bekommen. Was ist das für eine Timeline? Steht das? Steht noch Imperial Area? Schade. Ich finde diese trojanischen Pferde, sage ich schon mal. Richtig toll. Ja, es ist oben links. Ich finde die irgendwie so lustig, aber ich weiß nicht, die neuen Gegner sind immer ein bisschen auf eine Art nervig. Entweder haben sie zu viel Leben oder klappern zu fest bei denen. Oder sie machen irgendwie zu schnell Damage oder so, dass es auch nicht so gut balanciert ist. Cold Damage. Nein, jetzt ist abgestürzt. Mein Gott. Jetzt ist das Spiel wieder überfordert mit der Länge vom Spielen. Immer so nach 30 Minuten oder so stürzt das Spiel immer ab. Oh. Also nochmals kurz reingehen. Ja, es ist, glaube ich, ein, zwei Gegner, die das Spiel zum Absturz bringen. Immer wenn ich in Gebieten bin mit vielen großen Gegnern, die viel casten, zum Beispiel eben da die ganz großen Teile, diese Eisgolems oder so. Ich tue jetzt wieder auf... Nein, ich tue nicht auf Deutsch. Sonst ist es wieder gespielt.
Ja, es ist nicht gesperrt, ich tue auf Deutsch. Also ich mache einen längeren Part, weil ihr habt irgendwie auch lieber längere Parts. Die kleineren Parts mit den Abstürzen schon früher, die, ja, muss ich ja nicht haben. Jetzt muss ich aber schauen, ob die Aufnahme noch geht. Ja, sie geht noch. Gut. Ja. Chateau. Château der Remus. Ich bin erst kürzlich, wann war es? Am Mittwoch. Jetzt ist Samstag übrigens bei mir, vielleicht bei euch auch, oder Montag, Dienstag, ne, Sonntag meine ich. Bin ich ganz in der Nähe von der Grenze gewesen. Also, es ist Bilbenken. Bilbenken ist südwestlich von Basel, nicht mal 10 Kilometer, glaube ich. Und dort ist die französische Grenze nach Frankreich. Und dort war ich im Wald oben auf einem Hügel. Im Hügel drin, also auf dem Hügel drauf, ist dann die Grenze, die französische Grenze. Und ich war sozusagen am Rande auf einer, oberhalb von einer Rebe, also einer Weinrebe gewesen. Also ganz, ganz wenige Meter vor der französischen Grenze. Im März war ich schon in Frankreich, in Leimen, das ist die erste Stadt eigentlich weiter unten, unterhalb von Basel, südwestlich von Basel. Und ja, dort sieht es einfach aus wie in der Schweiz oder in Deutschland, einfach irgendwie so 60 Jahre in der Vergangenheit. Das ist mega interessant, die haben einfach nicht so viel Geld, um wie es umzuplanen. Die haben ja momentan auch wieder Revolte. Und ja, das Land geht halt langsam vor die Schienen. Also die haben einfach nicht gerade so schön wie wir Deutsche. Ich weiß nicht, wie das Schönste die haben, aber mit diesen Revolten und so Problemen mit der Politik sind sie wahrscheinlich nicht gerade so tolle. Keine Ahnung. Ja, die Map vorher war wirklich schlimm. Hat es wirklich schlimme Gegner gehabt. Also das Spiel manchmal überfordern. Es kann schon sein, dass das Spiel abstürzt, weil es zu viele Daten wahrnimmt, oder? Das wäre auch ein Beta, der ein bisschen anspruchsvoll für das Game ist. Es ist einfach zu viele Daten verarbeiten muss, dann stürzt es ab. Und das ist dann nicht so gut. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. So ein Aria-K habe ich gerade schon viel. Arena ist natürlich nicht unbedingt so toll, deshalb nutze ich die nicht so gerne. Oder erst später. So, also, wir haben hier einen neuen Slot gemacht, genau. Einfach mal die Nicht-Unix und die anderen tausche ich dann aus. So, später aus nach dem Part. Der ist ja gleich fertig. Und jetzt gehen wir. Komm, wir gehen rüber. Ja, machen wir das noch. Ich will eben einen längeren Part machen. Ich habe gedacht, jetzt höre ich auf mit dem Part. Das ist aber schön, dass hier eine Arena kommt. Aber startet die überhaupt? Die Gegner sind zu weit. Oder ist das gar keine Arena? Müsste ja nicht eine Arena sein. Ja. Müsste wirklich gar keine Arena, aber die Gegner sind so inaktiv. Also die Arena, also eine Arena sieht so aus, deshalb dachte ich, das ist eine Arena. Aber die kommt auch nicht so oft. Okay. Aber was müssen wir machen? Savage Gate. Okay, die Gates schließen. Schließen. Also öffnen und dann schließen, damit sie nicht mehr aktiv sind oder so. Sie sind ja nicht aktiviert, bevor man sie zerstört. Oder nicht zerstört, aber zumacht wieder. Ja. Diese Wurmlöcher. Ja, in meiner Region gibt es natürlich viele Grenzen, also deutsche Grenze und die französische Grenze. Dann gibt es noch die Grenze zu Bern. Nein, da gibt es keine Grenze. Zur Grenze zu Aarau gibt es noch in der Nähe. Und die Grenze zu Solothurn. Da war ich ja lange Zeit am Wohnen. Zwischen 2004 und 2008 war, nein, 2013 war ich,
Ja, 2008 bis... bin ich ein bisschen blöd. Hey! Hey, der hat mich umgebracht! Ich war nicht drin! Der hat mich einfach... Ah, okay, ich hab's denn noch geschafft mit dem Ding. Der hat mich einfach umgebracht! Der hat einen Größen-Area gehabt, das ich gesehen Ding habe. Ich war nicht mehr drin, oder? Habt ihr denn gesehen, ob ich drin war? Nee, ich war nicht mehr drin. Eieiei. Wenn diese Fenster einfach mehr besser können schließen. Aber nein, sie schließen nicht gut. Kritten? Soll ich Kritten nehmen? Ich glaube, ich tue die Casts. Okay, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Gut, dann beenden wir. Was ist das für ein Spiel? Wieso ist das Spiel so instabil geworden? Was haben die Entwickler gemacht? Also beende ich den Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, freut mich. Ich mache dann wieder bald wieder Aufnahmen. Morgen vielleicht. Tschüss. Und einen schönen Tag. Tschüss.